Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unseren aktuellen Kurzmeldungen. Gegen Abend des 8. Februar kam es zu einem Konflikt zwischen zwei Personengruppen auf dem Drescher-Markt in Schwerin. Ein 23-Jähriger wurde mit Stichverletzungen am Oberkörper vorgefunden, daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Bei ersten Ermittlungen der Polizei wurden ein Messer und ein Tierabwehrspray als Waffen der Auseinandersetzung sichergestellt. Außerdem wurde mehrfach mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger wurde bereits gefasst. Im vergangenen Jahr hat Schwerin 3,5 Millionen Euro mit Buß- und Verwarngeldern im Straßenverkehr eingenommen. Fast 2,3 Millionen Euro stammen von Tempoüberschreitungen. Knapp 43.000 Raser wurden an mobilen Blitzern erfasst, an stationären Kontrollpunkten ca. 17.000. Die Zahlen zeigen einen Anstieg im Vergleich zum Jahr 2022. 160 Blitzer stehen in Schwerin. Davon wurden 120 Standpunkte von der Polizei bestimmt. 40 Tempokontrollen wurden auf Wunsch von Bürgerinnen und Bürgern festgelegt. Das Sozialministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern möchte in den kommenden Jahren gemeinnützige Projekte unterstützen. Das Förderprogramm nennt sich Bürgerfonds und stellt für 2024 und 2025 jeweils 7,3 Millionen Euro zur Verfügung. Nach Angaben der rot-roten Landesregierung sollen Bereiche wie Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitsprävention oder Umweltschutz mit dem Geld gefördert werden. Von der AfD-Fraktion wurde das geplante Förderprogramm kritisiert. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren unsere Kurzmeldungen.